Sommergerste aus regionalem Anbau. Landwirt Heinz Hahn, Braumeister Ralf Krieger und Melzer Frieda Heitzelmann begutachten das Wachstum und die Entwicklung der Gerstenkörner. Das richtige Verhältnis von Sorte, Boden, Düngung, Niederschlägen und Sonne bestimmt Jahr für Jahr die Qualität. Die Rohstoffe sind essentiell für den Geschmack des Produktes. Bei Rothaus setzen wir immer auf heimische Produkte. Das heißt, den Aromahopfen aus Tettnang und der Halletau. Wichtig ist für uns der Aromahopfen, weil es der beste Hopfen ist, um Bier herzustellen, auch der teuerste. Okay für uns. Und die heimische Braugerste. Die heimische Braugerste mit den verschiedenen Klimazonen in Baden-Württemberg, damit wir die Qualität dementsprechend auch immer halten können. Die Partner von Rothaus sind im Oberrheintal Familienbetriebe, die ihren hohen Mechanisierungs- und Arbeitsaufwand nur durch die stabilen Lieferverträge bestreiten können. Auch der Erntezeitpunkt spielt eine große Rolle. Die Frucht sollte nicht zu feucht oder zu trocken gestanden haben. Hier steuern die Landwirtssöhne der Familie Andlauer den großen Klaas-Mähdrescher, der die eigenen und die Felder der benachbarten Anbauer mäht und drischt. Ohne Pause wird das Korn vom gefüllten 11.000 Liter Behälter in die wartenden Traktorenzüge per Laderüssel befördert. Vom Feld gelangt die Ernte direkt in die nahegelegene Melzerei in Lahr und von dort in die Brauerei. Die Aromen von Sommergerste sind entscheidend für den ausgewogenen Geschmack des Bieres.